Einen wundervollen guten Tag, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu dieser Breaking News. Ihr habt es vielleicht schon mitbekommen. Ansonsten, ja, Coinbase-Aktie bricht ein. Die SEC hat jetzt offiziell Coinbase verklagt. Wir werden uns das Ganze mal anschauen. Ich werde euch mal ein bisschen erzählen, wie ich das Ganze sehe, ob es vielleicht jetzt den Untergang für Krypto bedeutet oder ob es vielleicht nur ein sehr, sehr seltsames Spielchen der SEC ist. Wir werden das Ganze mal so ein bisschen Revue passieren lassen und uns mal anschauen, was wir bisher so an Daten und Fakten haben. Es gab bislang zum Beispiel noch keine Stellungnahme oder keine offizielle Stellungnahme von Coinbase. Die Gerüchteküche brodelt, der Aktienkurs ist eingebrochen und naja, wir werden uns das jetzt alles Stück für Stück anschauen, Freunde. Von daher seid gespannt und los geht's nach dem Intro. Ja, was für ein Schock. Coinbase-Aktie bricht ein. SEC reicht Klage ein. Die amerikanische Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde SEC hat die Kryptobörse Coinbase am Dienstag vor einem New Yorker Bundesgericht verklagt. Die SEC wirft dem Unternehmen vor, als nicht registrierter Makler und Börsenbetreiber zu agieren. Die Aktie von Coinbase verliert vorbörslich 16%. Ja, schauen wir doch mal direkt in die Coinbase-Aktie rein. Die wird momentan bei 44,86 € gehandelt. Ordentlicher Drop von roundabout 60 Euro, wo wir zuletzt waren. Und es geht jetzt mal wieder in Richtung Test der eventuell 30-Euro-Marke. Das war zumindest das Tief im Dezember und Januar. Ob es jetzt wirklich wieder so kommt, weiß ich nicht. Ich weiß nur eins, ich bin auf jeden Fall noch etwas verhaltener. Ich möchte jetzt nicht den Fehler machen, dass ich jetzt irgendwie in so ein Falling Knife fasse, also in so ein fallendes Messer und es vielleicht noch weiter bergab geht. Momentan sind wir auf jeden Fall hier beim letzten Tiefpunkt, den wir hatten, bei ungefähr 45 Dollar erst einmal angehalten. Und ich werde mal, oder wir werden mal schauen, wie das Ganze weiterläuft. Ich habe auf jeden Fall jetzt aktuell den Chart dauerhaft offen und werde mir auf jeden Fall weitere Akkumulationseinstiege suchen. Ich möchte auf jeden Fall weiter aufbauen, die Position. Und das habe ich schon mal vorab gespoilert. Auch wenn natürlich so ein SEC-Fall, wie wir bei Ripple sehen, viele Jahre des Unternehmens oder des Erfolgs des Unternehmens bremsen kann und das Ganze dann erstmal so ein bisschen auf Eis gelegt wird, bis es ein Urteil gibt, bin ich nach wie vor davon überzeugt, dass Coinbase im schlimmsten Fall vielleicht irgendwie eine Art Settlement mit der SEC findet. Und ich glaube, es wird noch ein Ticken einfacher als bei Ripple, denn Ripple wird zeitnah, so vermute ich zumindest mal, irgendwie gelöst. Und dann hat Coinbase zumindest einen Präzedenzfall, auf den sie sich berufen können. Naja, auf jeden Fall ziemlich schockiert. Was genau hat die SEC jetzt vorgeworfen? Laut Medienberichten fordert die SEC, dass Coinbase dauerhaft untersagt wird, die bisherigen Geschäftspraktiken zu betreiben. Also hier geht es nicht darum, dass ihnen irgendwie ein Vorwurf gemacht wird, dann und dann habt ihr was falsch gemacht, sondern nein, ihr sollt dauerhaft aufhören mit dem, was ihr da macht. Das Unternehmen habe sich jahrelang über die regulatorischen Strukturen hinweggesetzt und sich den Offenlegungspflichten des US-Wertpapiers des US-Wertpapierrechts entzogen. Die Klage kommt nicht überraschend. Bereits im März wurde bekannt, dass die SEC gegen Coinbase ermittelt hat. Dabei ging es konkret unter anderem um die Produkte Coinbase Earn, Coinbase Prime und Coinbase Wallet. Zudem störten sich die Aufseher wohl auch am Spothandel. Was man aber auch dazu sagen muss, ist, dass das eventuell jetzt die lang erwartete Antwort der SEC ist. Denn ihr erinnert euch vielleicht, ich hatte darüber berichtet, im April, also noch gar nicht so lange her, hat Coinbase genau das Gegenteil gemacht, nämlich Coinbase die SEC verklagt, nicht weil denen langweilig war, sondern weil sie die ganze Zeit wissen wollten, ey, was machen wir falsch, werdet doch mal konkret, was können wir jetzt ändern, damit ihr zufrieden seid. Und die SEC hat einfach geschwiegen, nichts weiter dazu gesagt und heute kam dann eben diese Klage als Antwort. Dementsprechend bin ich noch sicherer oder überzeugter davon, dass hier irgendwie eine Einigung stattfindet, denn Coinbase hat die ganze Zeit auch öffentlich ganz transparent versucht, in irgendeiner Form die Wogen zu glätten. Sie wollten es der SEC recht machen, aber es gab eben nur Schweigen von denen und dementsprechend, ja, gibt es jetzt eben diese Klage. Wie geht das Ganze jetzt weiter? Ich kann es euch offen gesagt nicht sagen. Ich gehe davon aus, dass es jetzt erst einmal einen gewissen Zeitraum braucht, bis Coinbase auch mal Stellung dazu nimmt. Dann wird das Ganze eben Stück für Stück publiker. Es wird immer mehr darüber geredet, welche Richter entscheidet, welches Gericht sich darum kümmert, bla bla bla. Ihr kennt das alles von Ripple. Und dann werden wir wahrscheinlich einige Zeit brauchen, bis da irgendwie Neuigkeiten raussickern. Dennoch, krasser Schlag für Krypto. Und der Kryptomarkt hat auch direkt sehr negativ reagiert. Ihr seht es, Bitcoin zwar mit einem schönen Bounce, also es ging relativ schnell die Talfahrt bergab, aber plötzlich gab es dann zumindest ein kleines Wiederaufbauen von Bitcoin und momentan handeln wir bei etwa 25.700 Dollar. XRP ebenfalls das Momentum so ein Stück weit verloren bereits gestern. Das hat aber, glaube ich, jetzt nicht unbedingt mit der Coinbase-Geschichte zu tun, sondern ganz generell ist da irgendwie bei 55 Cent um den Dreh so ein bisschen die Luft ausgegangen. Mal sehen, wie es da weitergeht. Darum soll es heute aber nicht gehen. Wir gucken mal,
mal, was ganz offiziell auf der Presse oder in der Pressemitteilung der SEC steht. Die SEC erhebt Anklage gegen Coinbase, weil sie als nicht registrierte Wertpapierbörse, Broker und Clearingstelle tätig ist. Also die SEC hat heute Coinbase verklagt, ihre Kryptoasset-Handelsplattform als nicht registrierte nationale Wertpapierbörse, Broker und Clearingstelle zu betreiben, beschuldigt die Coinbase außerdem das Angebot und den Verkauf seines Crypto Asset Stake as a Service Programms nicht registriert zu haben. Nicht registrierte Börse, Broker und Clearingstelle. Die Beschwerde der SEC zufolge hat Coinbase seit mindestens 2019 Milliarden von Dollar verdient, indem es den Kauf und Verkauf von Kryptoasset-Wertpapieren erleichtert hat. Die SEC behauptet, dass Coinbase die traditionellen Dienstleistungen einer Börse, eines Brokers und einer Clearingstelle miteinander verknüpft, ohne eine dieser Funktionen wie gesetzlich vorgeschrieben bei der Kommission registriert zu haben. Durch diese nicht registrierten Dienste hat Coinbase angeblich und so weiter und so fort. Ich will euch das gar nicht alles vorlesen, ich werde es aber verlinken. Ja, zusammenfassend also, die dürfen einfach all das, was sie gemacht haben, nicht machen. Was hier aber sehr heikel ist, zum einen, zumindest meiner Meinung nach, zum einen, Coinbase hat wie gesagt immer und immer wieder, selbst öffentlich versucht, einen gemeinsamen Nenner zu finden, irgendwie zusammen irgendeine Lösung dafür zu finden, und die SEC hat sich da quergestellt. Außerdem ist Coinbase die einzige Kryptobörse da draußen, die offiziell einen IPO hat, sprich also an der Börse gelistet ist. Und komisch, dass seit mittlerweile schon über einem Jahr die Aktie ganz normal gehandelt wird und auch von vielen Institutionellen gehandelt wird und an allen möglichen offiziellen Börsen dieser Welt möglich ist zu kaufen, aber plötzlich stört sich die SEC am gesamten Geschäftsmodell und kritisiert es einfach mal von der Pike an. Also meiner Meinung nach ist das hier wirklich eine riesengroße Theatershow, ein riesengroßes Theaterstück. Ripple ist einer der Protagonisten, der nächste, der jetzt auf die Bühne kommt, ist Coinbase, und am Ende wird wahrscheinlich Gary, der sterbende Schwan, sein, der dann am Ende im abschließenden Kapitel, ja, kapituliert und verliert, und am Ende werden hoffentlich Coinbase, Ripple und Co. als Sieger vom Platz gehen. Dennoch natürlich alles momentan sehr hinderlich, der Markt ist sowieso sehr schleppend, alles wartet darauf, dass die Wirtschaft sich ganz generell erholt und alles wieder ein bisschen normaler wird, und im Kryptosektor, der sowieso momentan angeschlagen ist, ja, da wiegt sowas natürlich extrem schwer. Neben Coinbase haben sie auch Binance verklagt. Das Ganze ist noch nicht mal 24 Stunden her, also die SEC macht richtig ernst. Kryptomarkt rutscht ab, SEC bezichtigt Binance der Veruntreuung. Vor wenigen Handelsstunden sorgte die SEC mit neuen Vorwürfen gegen die Kryptobörse Binance für einen Kurseinbruch am Kryptomarkt. Da ging es nämlich schon los. Dennoch verstärkt eben die Geschichte mit Coinbase. Und ihr seht es, die SEC versucht gerade mit allen Mitteln, die sie so haben, irgendwie den gesamten Kryptosektor zumindest mal irgendwie in Standby-Modus zu versetzen. Denn solange solche Klagen laufen, auch wenn sie vielleicht von der SEC verloren werden, wird der gesamte Markt erst einmal gebremst. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass es ihnen eigentlich nur genau darum geht. Ich glaube gar nicht, dass sie das technische Verständnis nicht haben. Wir haben oft genug von Gary Gensler Videos gesehen, in denen er sogar Kryptowährung oder das ganze Thema Blockchain und so weiter sehr positiv sieht. Aber ich habe das Gefühl, sie wollen den Sektor bremsen. Ich weiß nicht, ob es mit eigenen CBDCs oder eigenen Landesstrategien zu tun hat, aber es wirkt fast so, als würde die SEC für irgendwen Zeit gewinnen wollen, weil jetzt wirklich peu à peu die ganz großen Player da draußen alle Stück für Stück angeklagt werden, somit also eingeschränkt sind in ihrem Geschäft. Und das hat natürlich enorme Folgen für den gesamten Markt und bremst ihn auf jeden Fall aus. Ja, was gab's noch? Gary macht es noch schlimmer. Er sagt nämlich Folgendes, ich habe dazu zwar keine Quelle, Watcher Guru ist aber in der Regel eigentlich immer sehr aktuell. SEC-Vorsitzender Gary Gensler sagt, wir brauchen nicht oder brauchen keine weiteren digitalen Währungen. Keine weiteren wird wohl bedeuten, dass Bitcoin in Ordnung ist, aber alles andere eben nicht. So zumindest interpretiere ich das Ganze. Schreibt mir mal gern, wie ihr das Ganze seht. Und wie schon angesprochen, Coinbase hat sich bisher, wird wahrscheinlich auch ein Rat ihrer Anwälte sein, nichts weiter dazu gesagt, keine Stellung dazu bezogen, keinerlei Infos über den weiteren Verlauf für ihre Aktionäre. Wir dürfen aber davon ausgehen, gerade weil Coinbase eben eine an der Börse gehandelte Aktie ist, dass sie den Aktionären, die ja teilweise als Institution zumindest sehr viel investiert haben, dass sie da eben ja zeitnah News raushauen werden und die Leute auf dem Laufenden halten werden. Auch ich werde euch natürlich auf dem neuesten Stand halten. Falls ihr nichts mehr verpassen wollt dazu, abonniert sehr gerne den Kanal. Ansonsten werde ich jetzt mal den restlichen Tag damit verbringen, weiter den Kryptomarkt, aber vor allem auch die Coinbase-Aktie im Auge zu behalten. Ja, folgt mir auch gerne bei Twitter, da werde ich den spannenden Neuigkeiten einfach mal retweeten. Gleiches gilt natürlich auch für Telegram, auch da werde ich die neuesten Neuigkeiten mit euch teilen. Ansonsten soll es das für heute gewesen sein. Schreibt mir gerne mal eure Meinung zu der ganzen Thematik in die Kommentare. Glaubt ihr, das wird jetzt der Untergang von Coinbase oder ist es mal wieder nur eine Show, die abgezogen wird? Ich bin sehr, sehr gespannt, was ihr sagt. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag, ihr Lieben. Bleibt mir gesund und bis bald. Ciao!